Guten Abend. Ich möchte Sie recht herzlich bei unserer letzten Simon Wiesenthal-Lektion in diesem akademischen Jahr begrüßen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, trotz des anheilenden Schönwetters. Ich habe nachgeschaut, es ist die insgesamt 41. Lecture seit der Gründung des Instituts im Jahr 2009 und es ist die 36. hier in diesem Haus, im Haushof und Staatsarchiv, im Dachfoyer. Und ich möchte hier auch die Gelegenheit wahrnehmen, obwohl er nicht da ist, dem Direktor dieses Hauses, Thomas Just, sehr herzlich zu danken, dass wir hier regelmäßig unsere Lecture abhalten dürfen. Und ich möchte auch sozusagen die Gelegenheit wahrnehmen, ihm zu drohen und zu sagen, dass wir diese Gelegenheit auch weiterhin wahrnehmen werden, weil es sich inzwischen herausgestellt hat, dass es ein idealer Ort ist für die Simon Wiesenthal Lectures, die inzwischen ja so eine Art fixer Bestandteil des akademischen Veranstaltungskalenders in Wien geworden sind. Und vor allem deshalb wollen wir diese Gelegenheit wahrnehmen, auch wenn wir die Aussicht haben, ab nächstes Jahr in ein neues, größeres Gebäude zu ziehen und wahrscheinlich dort diese Simon Wiesenthal Lectures auch abhalten könnten. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass dieser Ort einfach hier adäquat ist für die Geschichte der Simon Wiesenthal Lectures, vor allem sozusagen, dass wir hier im Zentrum der Macht uns befinden, im Gebäude des Bundeskanzleramtes, das sozusagen eben das Zentrum der österreichischen Politik ist und lange Zeit eben unser Thema, das Thema des Holocaust, so lange Zeit ja an die Peripherie des österreichischen Gedächtnisses, der österreichischen Politik geh- und verdrängt worden sind und gewissermaßen die Veranstaltung dieser Simon Wiesenthal Lecture hier in diesem Haus soll auch eine gewisse Mahnung sein an die österreichische Politik. Aber jetzt zu unserer heutigen Lecture. Ich darf sehr herzlich Frau Professor Mary Fulbrook aus London begrüßen. Ich werde sie ganz kurz vorstellen. Sie studierte Geschichte, Archäologie und Anthropologie, Politik und Sozialwissenschaften in Cambridge und Harvard, wo sie mit einer Arbeit über Piety and Politics, Religion and the Rise of Absolutism in England, Württemberg und Prussia promovierte. Sie war Dozentin in der Brunel University in Uxbridge, von 1979 bis 1982 eine Research Fellow an der Cambridge University, später am King's College in London tätig. Sie ist seit 1983 zuerst als Dozentin, später als Professorin am University College in London tätig. Sie ist dort die Direktorin des Europäischen Instituts und Dekanin der Fakultät für Sozial- und Geschichtswissenschaften. Im Mittelpunkt ihres Forschungsinteresses und so auch der Titel ihres heutigen Vortrages steht Deutschland im 20. Jahrhundert, dessen kulturelle und politische Entwicklung vor allem auch nach 1945. Als eine international renommierte Professorin für neuere deutsche Geschichte ist Mary Fulbrook Vorsitzende mehrerer Organisationen in England, zum Beispiel der Sektion Zeitgeschichte der British Academy, Mitglied im Kuratorium der Willy-Brandt-Stiftung in Deutschland und Mitglied des wissenschaftlichen Kuratoriums der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Vor allem ist sie auch die Mitherausgeberin und Gründerin des Fachmagazins German History. Das ist das Journal of the German History Society. Und ihren Veröffentlichungen, die sich auch im Wiesenthal-Institut in der Bibliothek befinden, also wieder ein Ort der Propaganda hier, diese Bibliothek, die inzwischen 12.000 Bände umfasst, öfters zu benutzen, sind Small Town near Auschwitz, Ordinary Nazis and the Holocaust, beziehungsweise Dissonant Lives, Generations and Violence through the German Dictatorships. Derzeit schreibt sie an einer neuen Monographie, dessen Titel Living with a Nazi Past lautet. Der Titel heutigen Lecture, zu der ich Sie noch einmal recht herzlich begrüße, doch noch nicht Geschichte, Generationen und die langfristigen Folgen der NS-Verfolgung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ich bitte Sie jetzt ans Rednerpult zu kommen. Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Es ist mir eine sehr große Ehre, hier zu sein bei Simon Wiesenthal Institut und besonders hier in diesem Gebäude. Und ich habe das Gefühl, ich komme aus London, ich komme aus Großbritannien, ich habe das Gefühl, wie man auf Englisch sagt, I'm bringing coals to Newcastle. Ich komme hier, Ihnen was zu sagen, was Sie alle schon sehr gut wissen, aber wir können darüber vielleicht sprechen. Mein Vortrag ist in ungefähr drei Teilen. Die ersten zwei sind länger als der letzte. Und es handelt sich um die Frage, warum ist das Dritte Reich da?
doch noch nicht Geschichte im engen, trockenen Sinne der Geschichte, die wir lernen müssen, voller Ereignisse und Daten und Personen, die wir nicht persönlich kennen. Das Dritte Reich ist noch nicht so eine solche Geschichte. Ich werde zuerst über die Frage, warum bedauern wir das jetzt, während es in den letzten oder vor 30 Jahren viele haben mit Ernst Nolte moniert, warum können wir nicht endlich mal einen Schlussstrich machen, warum können wir nicht endlich damit fertig sein, und plötzlich jetzt die Zeitzeugen sterben aus und wir bedauern das und wir haben das Gefühl, wir sind jetzt an der Schwelle von etwas ganz Neues, etwas ganz anderes, und wir haben das Gefühl, jetzt kann es vielleicht Geschichte werden und wir wollen das nicht. Das ist so eine komische, das ist ein Moment jetzt, eine Schwelle jetzt, und ich will ein bisschen darüber sprechen, warum bedauern wir das Ableben der Zeitzeugen-Generation, aber was für Möglichkeiten und Chancen bietet dieses Absterben auch. Ich werde dann im zweiten Teil ein bisschen darüber sprechen, warum es doch noch nicht Geschichte ist. Und das ist, weil es so lebendig bleibt für viele Mitglieder der sogenannten zweiten Generation, die Söhne und Töchter, nicht nur von Überlebenden, sondern auch von der Täterseite. Und das finde ich sehr interessant. Darüber hat man noch nicht genug geforscht und geschrieben, finde ich. Und dann im dritten und letzten Teil, im kleinsten Teil, werde ich ein bisschen darüber reflektieren, was heißt das alles für uns, die wir uns damit beschäftigen. Wie können wir weiter diese Geschichte lebendig machen? Also das ist es so ungefähr in kurzem. Jetzt können Sie alles schön einschlafen. Sie wissen schon, was ich sagen werde, wenn es zu heiß wird. Schlafen Sie ruhig ein, dann finden Sie sich wieder. Wenn ich schon im zweiten Teil bin, dann wissen Sie das schon. Also zuerst mal die sich wandelnde Bedeutung der Zeitzeugengeneration. Zeitzeugenberichte sind selbstverständlich essentiell für unser Verständnis und unseren Zugang zur Vergangenheit. Das gilt für jede Vergangenheit und jede Epoche, nicht nur für Zeitgeschichte. Insbesondere Ego-Dokumente oder Selbstzeugnisse können uns viel über Erfahrungen und Details des Alltagslebens erzählen, die nicht in offiziellen Aufzeichnungen oder Urkunden festgehalten wurden. Dies ist besonders wichtig hinsichtlich eines der größten Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts, die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen aufgrund ihrer sogenannten rassischen Zuordnung, politischen, moralischen oder religiösen Überzeugungen, Behinderungen, sexuellen Orientierung oder bestimmten Verhaltensmuster. Das ist wahr, und große Historiker wie Christopher Browning haben uns gesagt und gezeigt, wie wichtig Selbstzeugnisse sind, damit wir verstehen, was geschehen ist. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht der einzige Grund, warum wir solche Selbstzeugnisse wirklich wichtig finden. Es geht nicht nur darum, wie politische Entscheidungen getroffen wurden und wie sich diese auf die Opfer auswirkten und wie die Opfer darauf reagierten, sondern es geht auch um die längerfristigen Folgen der NS-Verfolgung, subjektive Erlebnisse und langfristige psychologische und soziale Auswirkungen der Verstrickungen-Verfolgung bilden einen ganz anderen Fragenkomplex oder sind ein ganz anderes Thema als die Geschichte politischer Strategien und Ereignisse zur Zeit der Verfolgung selber. Von besonderem Interesse hier ist jedoch die wandelnde Bedeutung der Zeitzeugengeneration über die Nachkriegsjahrzehnte hinweg und die Frage, warum das Aussterben der Zeitzeugen nunmehr von vielen zum Gegenstand des Bedauerns präsentiert wird. Ich meine, es gibt jetzt vier Phasen, in denen die Zeitzeugen wichtig sind. Erstens kurz nach dem Kriege, während und kurz nach dem Kriege.
Sie sind ungeheuer wichtig dafür, das zu beschreiben, was eigentlich geschehen ist. Leute haben während des Krieges und sofort nach dem Kriege beschrieben, hier kamen die Nazis, hier wurde ich deportiert, hier wurde ein Ghetto gemacht. Das ist mir geschehen, das ist meine Familie geschehen, was ist Ihnen geschehen, was ist euch geschehen? Die ersten Zeitzeugenberichte während und nach dem Kriege sind damit beschäftigt, jemandem das zu sagen, was geschehen ist. Sie haben kein Gesamtbild davon, sie haben keine große Interpretation davon, noch keine, aber die wollen wichtige Informationen vermitteln. Und es stimmt nicht, wie so oft gesagt wird, dass die Überlebenden geschwiegen haben, dass sie nicht darüber sprechen wollten. Es ist doch wahr, dass manche Überlebende nie davon sprechen wollten. Es war zu schmerzlich, es tat zu viel weh, sie wollten sich nicht damit beschäftigen. Aber sehr viele Überlebende haben darüber gesprochen und sehr ausführlich darüber gesprochen. Besonders in den ersten Nachkriegsjahren. Es gibt jetzt sehr gute, volle, wertvolle Sammlungen von Zeugnissen von diesen frühen Jahren. Überall, wenn Sie Fachleute sind, dann wissen Sie schon, im Jüdischen Historischen Institut in Warschau, im JIVO in New York, im Wiener Library in London, in USHMM und Yad Vashem inzwischen. Also viele, viele Sammlungen von frühen Zeitzeugnisse. Dann kommt eine Phase, die etwas anders ist. Und ich meine, die meisten Überlebenden waren nach dem Krieg noch ziemlich jung. Das weiß man, die waren junge Erwachsene, die überlebt haben. Die Älteren und die Kinder wurden ermordet. Und die jungen Erwachsene sind diejenigen, die prozentuell mehr überlebt haben. Und die wollten neue Familien gründen, sich ein neues Leben schaffen, sie wollten ein neues Leben aufbauen, sie wollten nicht zu viel darüber sprechen. Und sie hatten, viele hatten das Gefühl, niemand interessiert sich für sie. Niemand in New York oder the Midwest oder Australien oder auch nicht in Israel. Viele Leute, die nicht durch diese Ereignisse selber durchgelebt hatten, interessierten sich nicht für die Geschichten von Überlebenden. Also es kommt dann eine zweite Phase. In den 60er und 70er Jahren, das war die Zeit der großen NS-Prozesse. Und das, was dann wichtig war, war nicht, wie war es, was haben Sie erlebt, wo waren Sie, sondern was haben Sie gesehen, wer hat genau was, wem, wann gemacht, damit wir die Schuld beweisen können oder auch nicht. Also in Prozesse, als Zeitzeugen gefragt wurden, was haben Sie gesehen, was haben Sie erlebt, das Interesse war nicht auf die Überlebenden gerichtet, sondern auf diejenigen, die im Prozess dastanden. Who was standing in the dock, würde man auf Englisch sagen. Das muss irgendwie auf Deutsch gesagt werden können, aber ich weiß jetzt genau im Moment nicht wie. Also diejenigen, gegen die Prozess gemacht wurde. Und das Wichtige bei diesen Zeugnissen war, können Sie Überlebenden zeigen, dass dieser Mensch das wirklich nicht nur gemacht hat, sondern persönlich machen wollte und mit besonderer Brutalität machen wollte und deshalb ein Mörder war. Sonst war er nur Beihilfe zum Mord. Und also es gab diese zwei Jahrzehnte, wo die Zeitzeugnisberichte, die Zeitzeugenzeugnisse nicht ganz so wichtig waren als in diesem Sinne. Sie waren noch wichtig, aber das war auch dazu irgendwie. Dann kommt eine dritte Phase und sie ist noch andauernd. Seit Mitte oder spätestens seit Ende der 70er Jahre interessierte sich eine jüngere Generation dafür, wie das ganze Leben der Überlebenden geprägt hat. Wie diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, die sie durchgemacht hatten, wie diese Erfahrungen ihr ganzes Leben geprägt hatten. Und ich würde sagen, seit Mitte der 70er Jahre haben jüngere Leute, die zweite Generation, wenn man das sagen möchte, das befragt.
nicht nur die jüngere Generation, auch einige Überlebende selber, die 1,5-Generation besonders, Claude Lanzmann und andere auch, Serge Klarsfeld, die sind 1,5-Generation, sie waren noch Kinder während der Verfolgung. Und seit dieser Zeit gibt es dann diese Archivprojekte, wie zum Beispiel das Yale Fortunoff Archive, das Spielberg Archive, USC Shoah Foundation. Ich hoffe, Sie verstehen alle, wenn ich englische Worte benutze zwischendurch. Und viele, viele Oral History Projekte und viele Versuche, Videoaufnahmen zu machen, Geschichten, Erzählungen zu sammeln, damit das der Welt weitergegeben sein kann. Die Erwartungen neuer Publikumsgruppen stimmten aber nicht immer damit überein, was Überlebende erzählen wollten, mit wem sie sprechen wollten und mit welchen Erinnerungen sie leben mussten. Überlebende konnten die schrecklichen Bilder vergangener Erlebnisse, die sie heimsuchten, nicht immer kontrollieren. Was sie erinnern oder unterdrücken konnten, außer vielleicht in Albträumen, konnten sie nicht im Nachhinein ändern. Aber wie sie diese Vergangenheit erzählten und interpretierten, variierte mit dem Kontext. In den frühen Jahren neigten Überlebende dazu, nur unter sich über die Vergangenheit zu sprechen. Besonders die jungen Erwachsenen unter ihnen konzentrierten sich darauf, sich ein neues Leben aufzubauen und ihre Kinder vor dem schmerzvollen Wissen zu beschützen. Erst als sie das mittlere Lebensalter erreichten und ihre Enkel geboren wurden, wurde es für einige und bei weitem nicht alle Überlebenden wichtiger, ihr Wissen den nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Opfer der Verfolgung fanden manche Erinnerungen weiterhin zu heikel oder zu schmerzlich, um sie mit anderen zu besprechen, von denen sie meinten, dass sie sie nicht nachvollziehen konnten. Unterschiedliche Rollen und Beziehungen innerhalb der Konzentrationslager waren sehr schwierige Themen, zum Beispiel Rollen wie Kapos. Es dauerte sehr, sehr lange, bevor sich ein Kapo hervortun konnte und über seine Erfahrungen sprechen konnte. Eine andere Sichtweise auf Verfolgung kommt auch aus späten Veröffentlichen der wenigen homosexuellen Männer, allen voran Pierre Sale in Frankreich und Heinz Heger, der Österreicher war, die beschrieben, wie sie im Lager von ihren Mithäftlingen gemieden wurden, auch schlecht behandelt worden sind. Diese Memoiren sind von unschätzbarem Wert, da sie Einblicke in ganz unterschiedliche Erfahrungen der Konzentrationslager geben und was es bedeutete, Verfolgung zu erleben und zu überleben, nur in der Nachkriegszeit weiterhin stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden. Und das ist wirklich, wirklich eine traurige Geschichte. Wenn man die Geschichten von Pierre Sale oder Heinz Heger liest, dann ich selber habe persönlich geweint, als ich diese Memoiren gelesen habe. Denn das war so schlimm. Heinz Heger zum Beispiel und andere auch erzählen, wie wenn sie aus dem KZ rauskommen, sie dann wieder sofort ins Gefängnis geschickt worden sind, weil sie immer noch ihre Strafe nicht zu Ende gemacht hätten während der NS-Zeit. Also das ist wirklich schlimm, wie die Schwulen noch immer weiter jahrzehntelang ausgegrenzt wurden. Und ich habe versucht, Erinnerungen, Erlebnisberichte von Schwulen in den großen Oral History Archiven zu finden. Wenn man nach Yale fährt, zum Beispiel zum Fortunoff Archiv, da kann man sehr schön durchgucken, was gibt es alles. Das ist im Internet, man kann durchsuchen, Findmittel gibt es schon im Internet. Und wenn Homosexualität überhaupt erwähnt wird, dann ist es immer jemand anders. Ein Kapo hat versucht, sich auf mich aufzudrängen. Ich wollte das nicht. Oder es gab unter unserer Gruppe gab es einige Homosexuelle. Wir haben nicht mit ihnen gesprochen. Solche Sachen, aber Selbstzeugnisse von Homosexuellen im Oral History Archive wie Fortunoff Yale und Spielberg, wenn es sie überhaupt gibt, dann sind es nur selten. Ich persönlich habe sie nicht gefunden, obwohl ich versucht habe. Es muss jetzt noch was ein bisschen Schlimmes gesagt werden.
Dank der aktuellen Flut solcher Berichte sind Zeitzeugen nicht mehr im engeren geschichtswissenschaftlichen Sinne so bedeutungsvoll, wie sie einst waren, um empirische Beweise zu liefern, die wir brauchen, um über diese Vergangenheit zu lernen und sie zu verstehen. Historiker bauen ihre Texte sowieso immer auf einer breiten Quellenbasis auf. Akten aus einem bestimmten Zeitkontext, Augenzeugenberichte, die über Dekaden hinweg entstanden und eine Reihe anderer Belege und Indizien. Weshalb also bedauern wir jetzt so das Ablegen dieser Generation? Abgesehen von der verständlichen Betrübnis angesichts des Ablehnens einer Generation und der individuellen Trauer, die jeden Todesfall begleitet. Warum empfinden wir das unvermeidliche Ableben der letzten Überlebenden, der letzten Augenzeugen der NS-Verfolgung und des Genozids als so einen großen Verlust? Ich glaube, es gibt eins, was noch nicht wirklich, worüber noch nicht genug geschrieben worden ist, und das ist jetzt die vierte Phase. Ich habe die drei Phasen schon beschrieben, die vierte Phase, darin sind wir jetzt. Die Bedeutung von Überlebendenberichten hat sich noch einmal gewandelt. Sie sind in gewisser Hinsicht unanfechtbar. Die Überlebenden, die noch unter uns sind, sind alle oft und auch oft auch gebrechlich, doch sie sind der lebendige Beweis für das Geschehene. Sie vermitteln eine Aura der Authentizität in Bezug auf die Leiden der Vergangenheit, die man sich sonst nur vorstellen kann. Sie stellen eine direkte physische Verbindung zur Vergangenheit dar. Sie verkörpern, literally verkörpern, ihre Auswirkungen, ihre Bedeutung. Sie waren dabei. Sie können vor ihrem inneren Auge die Bilder der Vergangenheit noch sehen und könnten sie im Prinzip direkt an uns weitergeben. So fühlt es sich zumindest für uns an. Und ich muss hier gestehen, ich hasse diesen erweiterten Begriff von collective memory, von kollektivem Gedächtnis. Es gibt keine Erinnerung im echten Sinne, wenn es nicht im Gehirn ist, wenn man nicht selber das sehen kann, woran man sich erinnert. Und kollektives Gedächtnis ist ein schöner Begriff, sehr nützlich in manchen Hinsichten, aber kollektives Gedächtnis, wie das jetzt benutzt wird unter vielen Wissenschaftlern, ist nicht dasselbe wie Erinnerung, wenn man sich persönlich an etwas erinnern kann. Wir sind uns der Unbeständigkeit der Erinnerung bewusst und wissen um die Bedeutung des in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse auf die Erinnerung und die der Interpretationsrahmen, welche Berichte überlagern und strukturieren. Dennoch haben Zeitzeugenberichte eine fast mystische Qualität der Authentizität, wenn sie in der ersten Person individuell erzählt werden. Außerdem sind sie mit Emotionen verbunden, auf die wir auch emotionell reagieren. In der persönlichen Beziehung zwischen uns und dem Überlebenden werden auch wir irgendwie Teil dieser Geschichte. Es geht irgendwie weiter. Gedenkstätten haben einen ähnlichen Zweck. Sie befinden sich dort, wo schreckliche Ereignisse stattfanden. Wir können die Zeit weder zurückdrehen, noch können Stellwände, Ausstellungsgegenstände oder Denkmäler die Vergangenheit wieder lebendig machen. Und das kann auch nicht unser Ziel sein. Aber in gewisser Hinsicht sind sie nicht nur verseuchte Erde, vergiftete Erde, mit Blut und Leid getränkte Erde, sondern auch heiliger Boden, Boden, der zum Heiligtum erhoben wird und anders als normale Orte ist. Die Orte, an denen Gewalttaten stattfanden, haben, wie die Zeitzeugen, eine besondere Aura. Es ist also so, dass diese Menschen und Orte bestimmte Gefühle wachrufen und wir durch sie eine direkte Verbindung mit der Vergangenheit erleben können. Eine Vergangenheit, die immer mehr zurücktritt. Auf diese emotionale Verbindung werde ich dann später zurückkommen. Nur eins sei hier gemerkt, dieser heilige Boden von Gedenkstätten finde ich sehr interessant, denn Gedenkstätten sind nicht genau auf die Orten, wo was geschehen ist. Wenn man zum Beispiel nach Oswiecim, Auschwitz, fährt, dann ist das Museum auf
einem bestimmten Stück der Gelände, wo alles stattfand, und andere Stücke sind weiter benutzt worden. IG Farben zum Beispiel, Bühne in Monowitz, ist jetzt eine schöne polnische Fabrik und dann darf nicht da reingehen, obwohl das damals ein Ort des Terrors war. Und das ist kein heiliger Boden. Also wir bestimmen jetzt, was soll heiliger Boden werden, was nicht. Also die andere Seite dieses Absterbens ist die Täterseite. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise auf das Ableben der Zeitzeugengeneration, die vielleicht weniger Beachtung gefunden hat. Das ist die Bedeutung des Ablebens derer, die in Verbrechen involviert waren, derjenigen, die auf der Verfolgerseite waren. Mitglieder dieser Gruppe waren begierig darauf, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der Täter wurde je vor Gericht gestellt. Die überwältigende Mehrheit derjenigen, die in Gewalttaten verstrickt waren, mussten sich nie für ihre Taten verantworten. 99% derjenigen, die an Judenmord beteiligt waren, wurden nie vor Gericht gestellt. 95% derjenigen, die in Westdeutschland untersucht wurden, wurden nie vor Gericht gestellt. Das ist eigentlich eine Geschichte für sich, wie wenig NS-Täter vor Gericht gestellt worden sind. Dieser Mangel an Gerichtsverfahren ist noch offensichtlicher in Bezug auf kleinere Taten und alltägliche Verhaltensweisen, also nicht also Taten, die nie zum Prozess kommen würden, die Deportationen und Tötungen ermöglichten. Nachbarn, Profiteure, Industrielle, Beamte und eine Unzahl anderer profitierten von der Enteignung, Ausweisung und letztendlichen Vernichtung der Mehrheit der europäischen Juden. Sie beteiligten sich an der Denunziation politischer Gegner, Asoziale, Homosexuelle, Menschen, die die Rassengesetze nicht beachteten und andere. Sie unterstützten ein System, das Millionen Zivilisten zu Gefängnisstrafen, Misshandlung und Tod verurteilte. Diese Komplizen und Unterstützer des NS-Systems hatten wenig Lust, sich nach dem Krieg mit ihrer Schuld oder Mitschuld oder der Bedeutung ihrer Handlungen auseinanderzusetzen. Es war einfacher und schien natürlicher, sich auf ihre eigenen Kriegsverluste und ihr Leid, Nachkriegsumbrüche und Demütigungen zu konzentrieren, anstatt ihren Anteil an der Verantwortung für die NS-Verfolgung einzugestehen. Wenn Menschen von der Täterseite überhaupt über die Vergangenheit sprachen, dann waren ihre Berichte hochgradig selektiv und meist im eigenen Interesse. Sie waren im Allgemeinen weniger willens, einen ehrlichen Bericht über ihre Erfahrungen abzugeben, als diejenigen, die unter Verfolgung gelitten hatten. Oft waren ihre Berichte, wenn sie sie auch als ehrliche Abrechnung oder wahrheitsgemäße Memoiren präsentierten, dazu gedacht, zu verschleiern, die eigenen Interessen zu wahren oder sich selbst zu entlasten. In diesem Buch Small Town near Auschwitz zum Beispiel habe ich über einen Mann geschrieben, der Landrat vom Landkreis von Benjin war. Benjin ist etwa 40 Kilometer nördlich von Auschwitz. Und dieser Mann war für die Degradierung, Stigmatisierung, Ghettoisierung von 35.000 Juden zuständig. Er hat daran mitgewirkt, ein Ghetto zu machen, Benjin Sosnowiec, wodurch 85.000 Juden durchgegangen sind auf dem Weg nach den Gaskammern von Auschwitz. Aber nach dem Krieg hätte er nichts davon gewusst. Und ich habe über ihn geschrieben. Ich wollte das Buch nicht schreiben. Ich wollte das andere Buch schreiben. Ich habe alle beide geschrieben. Aber das sollte nur ein Beispiel sein, dieser Mann in dem dickeren Buch. Und das Beispiel würde ein bisschen zu lang. Und es war auch ein sehr persönliches Beispiel, denn ich kannte den Mann persönlich sehr gut. Der war der Mann der besten Schulfreundin meiner Mutter. Und wir kannten die Familie sehr, sehr gut. Wir besuchten sie jeden Sommer auf dem Weg
in den Sommerferien und er hat nie was davon gesagt, dass er je Nazi gewesen sei, dass er je Landrat in diesem Ort in der Nähe von Auschwitz gewesen sei. Wir wussten nichts davon und ich habe das nur rausgefunden nach dem Tod von allen Elternteilen. Und ich war so schockiert, so empört. Ich musste dann erforschen, was hat er gemacht, was hat er wirklich gewusst, was hat er gedacht. Und ich kam zu dem Schluss in diesem Buch, dass er kein fanatischer Nazi gewesen sei, kein rassistischer Antisemit gewesen sei. Er war einfach nur konform. Er wollte Karriere machen und es reichte, dass er konform seine Rolle gespielt hat. Also man muss nicht persönlich motiviert sein, um eine Rolle zu spielen, die das System wirklich funktionieren lässt. Also, wie beschreiben dann die ganz normalen Täter ihre Geschichten, ihre, die sind auch Zeitzeugnisse, aber wir hören bei weitem nicht so viel von solchen Leuten. Man kann erstaunliche Muster in den Verhaltensweisen und Umgangsarten mit der verstörenden Vergangenheit erkennen, bei denen, die durch ihre Nähe zum Nationalsozialismus befleckt oder belastet waren. Versuche der moralischen und geografischen Selbstdistanzierung sind Strategien, die oft in Berichten derjenigen gefunden werden können, die ihr eigenes Unwissen und ihre Unschuld beteuern. Ein anderes interessantes Beispiel hierfür, eine Person, die ich nicht kenne, ich habe sie einfach im Archiv gefunden, ist eine gewisse Marianne Bay, nennen wir sie. Sie war eine Lehrerin in der Stadt Oświęcim, Auschwitz. Unter anderem hat sie die Kinder von Rudolf Höss, vom Kommandanten von Auschwitz, gelehrt. Sie waren in ihrer Klasse. Und sie hätte in ihren Memoiren hätte sie nichts davon gewusst, obwohl sie vor den Toren von Auschwitz, vor den Toren von dem größten Konzentrations- und Vernichtungslager Europas gelebt und gewohnt hatte, obwohl sie Freundinnen in der Schule hatte, deren Männer in Auschwitz arbeiteten als SS-Männer, sie hätte nichts davon gewusst. Also es ist auch in dieser Nähe möglich zu behaupten, ich habe nichts davon gewusst, es war irgendwie hinter der Mauer. Ich konnte nichts sehen, was in den Gaskammern vor sich hinlief. Ich kann es kaum begreifen, aber das findet man immer wieder, ob man in Hamburg oder Bayern oder Wien oder in der Nähe von Auschwitz ist. Man findet immer wieder diese Muster von Erzählungen, dass man ein bisschen zu weit weg war. Moralisch weg, geografisch weg, politisch weg, ein bisschen zu weit von dem echten Übel irgendwie. Es ist also wenig überraschend, dass während der energischsten Zeit des Erwachsenenlebens dieser Menschen so oft gefordert wurde, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Es ist ebenfalls wenig erstaunlich, dass die Anerkennung einiger Opfergruppen so spät erfolgte. Homosexuelle Männer, Sinti und Roma, geistig oder körperlich behinderte Menschen wurden in den europäischen Gesellschaften weiterhin stigmatisiert. Nur durch bedeutende juristische und politische Kämpfe konnte Anerkennung für Opfer der Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung erstritten werden und Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeit oder Ghetto-Renten erwirkt werden. Pyrrhus-Siege, die nur wenige Überlebende ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende betrafen. Außerdem dauerte es bis zum beruflichen Abtritt der Ärzte und Klinikleiter, die in die Euthanasie-Programme verwickelt waren, bis Memorialisierung an den Orten beginnen konnte, an denen Tausende geistig und körperlich Behinderte ermordet wurden. Es ist nicht erstaunlich, wenn man immer noch Klinikleiter oder Arzt ist, man tut kein Schild auf die Tür, Öffnungszeiten 9 bis 18 Uhr und auf dieser Stelle habe ich 10.000 Leute ermordet. Das würde man nicht tun. Und diese Leute blieben in ihren Stellen, sehr, sehr viele davon. Nicht alle, natürlich nicht alle und einigen wurde Prozess gemacht, aber die berufliche Kontinuität, ich überspitze ein bisschen, aber die berufliche Kontinuität ist erstaunlich.
Es war viel leichter, Erinnerungsorte zu schaffen, die sich auf die Opfer konzentrieren und den Täterkreis sehr eng definierten. Die Männer an der Spitze, Schreibtischtäter, die SS und Gestapo, als es gewesen wäre, mit der Teilnahme von Millionen Menschen auseinanderzusetzen, die das mörderische System am Laufen hielten. Während der Lebenszeit dieser Erfahrungsgemeinschaften auf der Täterseite blieb die während der NS-Zeit entstandene Kluft zwischen Opfern und Tätern weiterhin bestehen. Was also angesichts des Ablebens der Zeitzeugengeneration wirklich von Bedeutung ist, ist nicht der Verlust von direkten überlebenden Aussagen, wie er so oft beklagt wird, sondern das weitgehende und bald endgültige Verschwinden derjenigen, die jahrzehntelang ihre eigenen Rollen in dem System, das den Holocaust ermöglichte, blockiert, teilweise verschleiert und mit Sicherheit heruntergespielt haben. Also mein zweiter Teil, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich komme da zurück, aber ich komme jetzt zum zweiten Teil, die zweite Generation. Und hier werde ich wiederum auf beiden Seiten was zu sagen haben. Es war nicht leicht für Mitglieder der jüngeren Generationen, ob sie Kinder von Überlebenden oder von Tätern oder anderen waren, sich mit dieser Vergangenheit auf der persönlichen Ebene auseinanderzusetzen. Das Problem war besonders akut für Kinder von Tätern, über die nicht sehr viel geschrieben worden ist. Erst ab den späten 1980er Jahren verstanden sich die Kinder von Tätern als eine Gruppe, eine Gemeinschaft, die sich mit denselben Problemen auseinandersetzen musste. In gewisser Hinsicht ging dies aus einer Phase der Re-Evaluierung von Opferschaft und Identitätspolitik hervor. Viele begannen sich selbst als die echten Opfer der Nachkriegszeit zu sehen, da sie für die Vergangenheit ihrer Eltern geächtet wurden und unter der Last ererbter Schuld litten, für die sie selbst nichts konnten. Sie mussten auch Spannungen innerhalb der Familie ertragen, die sich nur schwer, wenn überhaupt, lösen ließen. Viele Kinder ehemaliger Nationalsozialisten mussten sich, wenn sie der Missetaten ihrer Eltern einmal völlig bewusst waren, mit unlösbaren emotionalen Konflikten auseinandersetzen. Sie wollten einerseits die Eltern, mit denen sie starke Gefühlsbande verbanden, weiterhin lieben und respektieren, gleichzeitig aber zurückweisen, wofür ihre Eltern standen und was sie getan hatten. Dies war eine fast unerträgliche Situation für viele. Entweder mussten sie sich von ihren nationalsozialistischen Eltern lossagen, weil sie ihnen nicht mehr trauen konnten, oder sie mussten das Unhaltbare verteidigen und sich damit mitschuldig am Verschweigen der Wahrheit oder Aufrechterhalten eines Lügenmärchens machen. Oder sie mussten sich, nicht immer erfolgreich, an die Suche nach der Vereinbarkeit des neuen Wissens mit noch andauernden Liebe und Respekt für die Eltern machen. Die Leichen im Familienkeller konnten Familien zerbrechen, wenn Söhne oder Töchter darauf beharrten, die dunklen Geheimnisse ans Licht zu bringen und dabei auf den Widerstand von anderen trafen, die den Familienfrieden höher schätzten als die Wahrheit. Dies war zum Beispiel offensichtlich in der Familie von Hans Ludin, Hitlers Gesandten in der Slowakei. Als sein Sohn Malte Ludin einen Film über seine Position im Nationalsozialismus und Spannungen innerhalb der Familie machte, waren zwei der Schwestern von Malte Ludin empört. Diese Verhaltensmuster können bei Kindern von Tätern identifiziert werden, auch im extremsten Fall, wenn jedes Fehlverhalten abgestritten wird und die Weltanschauung des Vaters geteilt wird, wie im extremen Falle von Gudrun Himmler, der Tochter Heinrich Himmlers. Oder am anderen Ende des Spektrums, wenn das Familienleben unterbrochen wird, Beziehungen abgebrochen werden, Sterilisierungen vorgenommen werden, um die Familie nicht weiterzuführen, bis hin zum Selbstmord, wie im Falle von Hans Ludens älteste Tochter Erika Ludin. Wohin sich Täterkreise auch wandten, die Quadratur des Kreises konnte ihnen nicht gelingen.
Einigen der Täterkinder gelang es nach und nach, die Spannungen aufzulösen, ohne die Vergangenheit der Eltern dulden oder leugnen zu müssen. Ein hervorstechendes Merkmal der Lebensgeschichten vieler Täterkinder ist die Tendenz, die Vergangenheit der Eltern durch das Ergreifen von zum Beispiel Pflegeberufen oder wertvoller Arbeit für andere aufwiegen zu wollen. Ein ganz hervorragendes Beispiel hierfür ist die Tochter von Albert Speer zum Beispiel. Viele identifizierten sich immer mit den Opfern, was oft zu einem verstärkten Interesse am Judentum zum Beispiel führen konnte oder zu engen Freundschaften mit einzelnen Juden. Bis zur dritten Generation, den Enkeln, veränderten sich die emotionalen Sensibilitäten und größere Distanz war möglich, nicht immer, auch wenn manche Spannungen über die Generationen hinweg erhalten blieben. Wiederum ist die Ludin-Familie ein gutes Beispiel dafür. Ludins Enkelin, Alexandra Senft, musste sich mit den persönlichen Folgen des Selbstmords ihrer Mutter Erika auseinandersetzen. Wohingegen Katrin Himmler, deren Großvater der Bruder Heinrich Himmlers war, ein erstaunliches Beispiel des Sichstellens, Verarbeitens und Lösens dieser Probleme bietet, nicht zuletzt indem sie die Vergangenheit mithilfe eines jüdischen Freundes, der später ihr Ehemann wurde, konfrontierte. Einige Einzelpersonen, wie die zuvor genannten, haben über ihre Erfahrungen geschrieben, ihre Familiengeschichten erforscht oder im Rahmen von historischen oder sozialpsychologischen Forschungsprojekten Interviews gegeben. Aber nicht alle waren sich vollends dessen bewusst, was genau ihre Eltern getan hatten. Und dies stellt für Historiker ein ethisches wie auch empirisches Problem dar. In vielen Fällen kennen wir die Wahrheit hinter den Familiengeschichten nicht. Das ist einer der frustrierendsten Aspekte bei der Lektüre faszinierender Interviews wie denen, die von Dan Barton, Gabriel Rosenthal, Harold Welzer und anderen geführt wurden. Historiker, die in Archiven Transkripte lesen oder Videoaufzeichnungen ansehen, auch von Menschen von der Täterseite, sind oft aber in der Lage zu erforschen, worin die Eltern verwickelt gewesen sein könnten. Ich habe zum Beispiel ein Transkript eines Interviews mit dem Sohn eines Försters gelesen, der auch ein Mitglied der SS war. Der Sohn spekulierte nur vage, der Vater könne von den in der Nähe begangenen Gewalttaten etwas gesehen oder gehört haben. Da der Vater mal Massengräber erwähnt hatte, könnte er dabei entweder Auschwitz im Westen oder Katyn im Osten gemeint haben, der war in Dembice stationiert. Der Sohn war beunruhigt über das potenzielle Wissen des Vaters, aber nicht über dessen mögliche Schuld. Der Vater war verstorben, als der Sohn noch ein Heranwachsender war. Er war spät nachts mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren, nachdem er eine begehrte Schießtrophäe gewonnen hatte. Und der Sohn hatte später keine Gelegenheit mehr, ihm Fragen zu stellen. Der Sohn spürte ein gewisses Unwohlsein, das Gefühl, da müsse mehr dahinter stecken, als das idealisierte Bild des Vaters, das ihm die Mutter vermittelt hatte. Also das war alles, was im Interview war. Aber es wäre relativ leicht für mich, mehr über die Hintergründe des Dembice SS-Übungslagers in der Nähe von Mielec herauszufinden, wo der Vater stationiert war, und die Gerichtsakten eines Falles zu lesen, in dem ein enger Kollege des Vaters auf der Anklagebank saß. Dies erlaubte es mir, ein klareres Bild der Art von Verbrechen zu entwickeln, in die der Vater wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich involviert war. Trotz der Anonymisierung der Namen in meinem Bericht über diesen Fall in dem Buch, das ich jetzt gerade schreibe,
sind die Konsequenzen dieses Sachverhalts für jeden mit familiären Verbindungen in dieser Gegend sehr klar. Und ich frage mich, darf ich als Historiker wirklich diesen Fall so beschreiben, wenn der Sohn noch am Leben ist und das lesen wird, wird er, obwohl ich das anonymisiert habe und falsche Namen benutze und so weiter und so fort, der Sohn würde sofort wissen, ja, das bin ich und das ist mein Vater und mein Gott, was hat er gemacht? Und das ist für mich eine ethische Frage. Sollte ich das wirklich aufschreiben oder nicht? Solche individuellen Geschichten sind nur die Spitze des Eisbergs, aber sie geben Einblicke in ein Problem mit enormen Ausmaßen für die Generationen von Nachkommen aus Täterfamilien, die während oder nach dem Krieg geboren wurden und welches nur selten in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. In einem vom Holocaust überschatteten Haushalt aufzuwachsen, stellte ein völlig anderes Problem für Kinderüberlebende dar. Und das ist viel öfters beschrieben worden. Ich brauche das nicht hier alles auszuführen. Aber wenn man das Gefühl hat, die Eltern sind beschädigt von ihrer Verfolgung, psychisch, psychologisch, physisch beschädigt, man muss, wie man das auf Englisch sagt, you have to parent the parents. Man kann seine eigenen Gefühle nicht wirklich wahrnehmen. Man darf nicht nach Hause kommen als Kind und sagen, ich habe solchen Hunger. Denn die Mutter sagt nur, du weißt nicht, was Hunger heißt. Du weißt nicht, was Kaltsein heißt. Du weißt nicht, was Schmerz heißt. Und man kann keine echten eigenen Gefühle haben, wenn man als Kind von Überlebenden aufwächst. Solche Sachen sind schon öfters untersucht worden, beschrieben worden. Was weniger untersucht worden ist die Frage, was bedeutet das, wenn man in verschiedenen Gegenden aufwächst? Wie anders ist das, als Kind von Überlebenden in Brooklyn, in New York aufzuwachsen, als in the Midwest oder in Nord-London oder in Israel oder in Ostdeutschland gegen Westdeutschland, in einem Land der Täter als ganz kleine Minderheit oder in einem Land, wo es größere Gruppen von überlebenden Familien gibt? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und bis jetzt ist noch nicht systematisch darüber erforscht worden. Einige verfolgte Gruppen hatten nur wenig oder gar keine direkten intergenerationellen Familienverbindungen. Opfer der Euthanasiemorde und diejenigen, die zwangssterilisiert wurden, vor allem wenn sie vorher noch keine Kinder bekommen hatten, wie auch Homosexuelle, hatten generell weniger, wenn überhaupt, Kinder. Innerhalb dieser Gemeinschaften war die zweite Generation meist nicht biologisch mit der älteren Generation verbunden, sondern bestand aus Gemeinschaften, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften stark mit ihr identifizierten oder mit ihrer Weltanschauung sympathisierten. Und es gibt jetzt auch ein neues Phänomen, worüber auch noch nicht viel geschrieben worden ist. Und das ist das Phänomen von Treffen von der zweiten Generation, von Treffen von Täterkinder und überlebende Kinder, die versuchen, Selbsthilfegruppen zu machen, zu Versöhnung. Versöhnung ist nicht mehr möglich, aber sie versuchen irgendeine Art Versöhnung in der zweiten Generation. Das ist auch eine sehr kleine Minderheit von Leuten, die daran beteiligt sind, aber es ist immerhin ein wichtiges Phänomen. Noch eine kleine Bemerkung zu diesen Sachen. Ich finde, dass das, was in den Archiven ist, nur, wie gesagt, eine Spitze des Eisbergs ist. Und manchmal findet man Geschichten, wo man weiß, alles, was im Spielberg-Archiv ist, ist doch unwahrscheinlich interessant, sehr, sehr illuminierend. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die ihre Geschichten nie erzählt haben und die sitzen da und sind traurig und sind zerbrochen und können nicht darüber sprechen. Und es gibt auch in der zweiten Generation viele Kinder in der zweiten, auch in der dritten Generation, die nicht darüber schreiben, nicht darüber sprechen, wissen nicht, was los ist. Und manche, die unwahrscheinlich erfolgreich sind,
Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der weltberühmt ist als Economist, amerikanischer Political Economy. Und ich habe ihn lange gekannt, bevor ich wusste, dass seine Mutter in Łódź und Auschwitz gewesen wäre. Das fand ich ganz unwahrscheinlich, dass er nie davon gesprochen hatte und dass diese Familie, obwohl es Schmerzen gab, so erfolgreich waren, mit ihren Wunden zu leben. Ich komme sehr kurz zum dritten, letzten Teil. Nur ein paar kleine Bemerkungen. Diese Geschichte ist immer noch für uns lebendig, indem wir Mitglieder der zweiten, der dritten Generation sind. Wahrscheinlich nicht viele der Überlebenden oder Täter sind hier, wenn überhaupt. Aber was sollen wir jetzt machen, wenn diese persönliche Verbindung nicht mehr da ist? Und ich habe nur zwei Bemerkungen wirklich, die ich machen möchte. Erstens, ich glaube, wir müssen viel mehr über die Täterseite erforschen und darstellen. Ich glaube nicht, dass Gedenkstätten und Pädagogik das machen, was sie machen sollten, wenn die Täterseite nicht erweitert wird. Wenn man nicht nur über Hitler, Himmler, Heydrich, Eichmann, SS, Gestapo und so weiter redet, sondern auch über Komplizenschaft, über Mitwirkung, über ganz normale Beamten. Und wenn man diese Täterseite ein bisschen mehr aufarbeiten könnte, würde man sehen, dass es nicht nur Ideologie, Antisemitismus, das wichtig ist. Es ist auch einfach Konformität im alltäglichen Leben. Es reichte, dass Leute ihren ehemaligen Freunden und Freundinnen sagen konnten, ich kann dein Freund, deine Freundin nicht mehr sein, denn es gehört sich nicht heute, Freund mit einem Juden zu sein oder mit einer Jüdin. Das kam so oft vor in den 30er Jahren. Und das war eine der Preconditions, Voraussetzungen dafür, dass die Juden dann ausgegrenzt werden konnten. Solche kleine Sachen. Wir müssen mehr darüber schreiben und in Ausstellungen und Gedenkstätten darstellen, dass normale Mitwirkung auch wichtig ist und nicht nur Terror. Es gibt nur sehr wenige Orte, Museen und Gedenkstätten, wo die Täterseite wirklich aufgearbeitet ist. Und auch dort, zum Beispiel in Topographie des Terrors oder im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin, auch dort ist es schwierig, diese ganz normale Täterseite darzustellen, wenn man so viel zu tun hat, um die SS, Gestapo und so weiter. Das muss dargestellt werden, das ist sehr wichtig. Aber es war nicht alles Terror, es war auch Mitmachen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Auch über Fragen wie Justiz, NS-Prozesse, Täterbilder in der Gesellschaft. Hier gibt es auch eine sehr schwierige Frage. Wir wollen die Täter nicht dämonisieren, aber wenn wir zu viel Empathie für Täter aufbringen, zu viele ganz normale Menschen wie wir, dann gibt es auch Probleme. Ich arbeite jetzt mit einer ganz besonderen Sammlung von Interviews mit Personen, die auf der Täterseite waren. Und wir wollen manche von diesen Interviews vorbereiten für Benutzung in Schulen. Und das ist wirklich schwierig, wenn man ältere Leute sieht, ältere Männer, die zerbrechlich sind, man hat Empathie für sie. Ach, das muss doch stimmen, was er da sagt, er hätte nichts davon gewusst und so weiter. Das ist schwierig in der Bildungsarbeit. Wie stellt man die Tatsachen neben den Selbstdarstellungen von solchen Leuten? Die zweite Frage ist, dass ich glaube, Geschichtswissenschaftler müssen mehr darüber nachdenken, wie sie Geschichte schreiben, was sie schreiben, worüber sie schreiben und wie sie das beschreiben. Ich zum Beispiel bei diesem Buch Small Town near Auschwitz, ich habe mich wirklich damit gequält. Soll ich ein Buch schreiben, wo ich diese Familie, die Kinder von diesem Mann, wo ich sie beunruhige, indem ich sage, euer Vater war nicht so, wie er sich dargestellt hat. Kann ich wirklich
diese Personen, die meine, die Freunden sind, das antun? Darf ich das? Und wenn nicht, bin ich dann mitschuld an einer Verdrängung der Wahrheit? Also was soll man da machen? Ich persönlich habe mich dazu entschlossen, ich schreibe das Buch. Lieber das aus meinem System rausspucken sozusagen. Und es war so eine Art rausspucken. Ich muss gestehen, ich fühlte mich ganz krank beim Schreiben. Fühlte mich sofort besser, als es weg war in dem Verlag. Aber ich dachte, das lohnt sich, obwohl es schmerzlich war. Also es gibt ethische Fragen, wie man, was man schreibt. Wie man schreibt, soll die Geschichtswissenschaftlerin, die Autorin oder der Autor da im Text persönlich da sein? Oder wenn nicht, ist das auch nicht ein bisschen lügenhaft, wenn man sagt, ich schreibe ganz objektiv, ich habe keine persönlichen Gefühle zu diesem Thema. Wenn man wirklich nicht objektiv ist, ist es nicht besser, das zu sagen irgendwie im Text. Und wie beschreibt man jetzt Geschichte, wo Menschen als Menschen vorkommen? Viele, viele Leute bekommen ihr Geschichtsbild nur aus dem Fernsehen oder aus Filmen, aus Romanen und so weiter. Sie bekommen, das müssen wir leider gestehen, sie bekommen ihr Geschichtsbild nicht aus den Büchern, die wir schreiben. Aber wie können wir Bücher schreiben, die wirklich plastisch ein Bild von der Vergangenheit darstellen? Wir sind jetzt nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir können keinen Realismus haben. Wir können es nicht so beschreiben, wie es gewesen sei, wie Brankers wollte. Aber können wir auch, wir postmoderne Leute, Geschichte schreiben, in dem Menschen vorkommen, ihr Leben, ihre Selbstdarstellungen und nicht nur ihre Selbstdarstellungen, sondern auch die weiteren Verhältnisse, die Strukturen, die Ereignisse, die Fakten, wenn man sagen will, und diese sich gegenüberstellen, damit wir sehen können, wo wird was vertuscht, wo wird was verdrängt, wo wird was verschwiegen, wie haben sich Leute verändert während der Zeit, indem sie in den 60er Jahren anders denken als in den 30er oder 40er, indem sie in den 90er Jahren wiederum anders denken. Also ich glaube, wir brauchen eine neue Art des Geschichtsschreibens. Ich fasse sehr kurz zusammen, wenn ich darf. Oder wenn Sie nicht wollen, dann kann ich einfach schließen, damit wir diskutieren sollen. Es gibt viele Arten, die Vergangenheit zu vermitteln. Manche sind besser für bestimmte Perspektiven geeignet als andere. Manche wollen provozieren, herausfordern, unterhalten, anstatt zu erklären, interpretieren oder zu bilden. Die Zeit von Hitlers Herrschaft über Deutschland und große Teile Europas hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Für diejenigen, die es durch und überlebt haben, hatte die Verstrickung in NS-Verfolgung andauernde Nachwirkungen, lange nach dem Ableben des Dritten Reiches. Die Art und Weise, in der Menschen an NS-Verfolgung teilnahmen oder von ihr betroffen waren, waren oft lebensverändernd. Diese Erfahrungen hatten Auswirkungen, die noch Jahrzehnte später spürbar waren. Nachfolgende Generationen lebten unter dem langen Schatten der schrecklichen Vergangenheit. Es war keine Vergangenheit, die leicht übergegangen oder zur reinen Geschichte werden konnte. Auch der Bedeutungswandel der NS-Vergangenheit, die Art, wie sie von verschiedenen Gemeinschaften interpretiert und überdacht wurde, hat eine Geschichte. In den ersten Nachkriegsjahren verblieben die Erfahrungsgemeinschaften Verfolger und Verfolgte in einer Situation von Konfrontation und andauernder Trennung. Konfrontationen waren manchmal unvermeidlich im Gerichtssaal oder Kämpfen über Reparationen und Wiedergutmachungsleistungen. Ein Wort, das ich übrigens hasse, wiedergutmachen. Wie kann man das wiedergutmachen? Das ist unmöglich. Im Laufe der Zeit übernahmen Mitglieder von
neueren Generationen, ob sie persönlich vom Vermächtnis des Nationalsozialismus betroffen waren oder nicht, aktivere Rollen in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und begannen, Zeugnisse und Berichte hervorzulocken, die vorher teilweise unterdrückt worden waren. Sowohl für die Kinder der Täter als auch der Opfer wurde das Erforschen der elterlichen Vergangenheit und weitere Vergangenheiten ein schwieriges und verstörendes Projekt. Kulturelle und soziale Veränderungen trugen dazu bei, dass Stimmen und Geschichten gehört wurden, die vorher an den Rand gedrängt worden waren. Arten, mit der NS-Geschichte umzugehen, wurden selbst ein wichtiger Bestandteil der Nachkriegsgeschichte und beeinflussten die Haltungen der Menschen, ihre Verhaltensweisen und die Herausbildung späterer Gegenwarten. In einer zunehmend globalisierten Welt und mit dem Ableben von Generationen begann sich die Bedeutung des Nationalsozialismus zu verändern. In vielerlei Hinsicht, nicht nur für die, die sie durchlebten, bleibt es eine Vergangenheit, von der wir alle einigermaßen betroffen sind. Nun beschäftigt uns die Frage, wie wir die Bedeutung dieser Vergangenheit zukünftigen Generationen vermitteln können. Dabei gibt es unterschiedlich gesetzte Prioritäten. Die Bedeutung der Weitergabe innerhalb und zwischen Familien mag in der Folge der Generationen geringer werden. Aber der vergiftete und dennoch heilige Boden der Gedenkstätten bleibt uns erhalten. Definiert in besonderer und immer selektiver Weise, immer im Wandel und doch mit einer Aura der Authentizität ausgestattet, die auch charakteristisch für überlebenden Zeugnisse war. Die Bedeutung dieses Bodens wurde zu einem festen Teil europäischer Bildungs- und Erinnerungspraktiken. Mit dem Ableben der Zeitzeugengenerationen, auch denen aus Tätergemeinschaften, haben wir nun die Möglichkeit, bessere Darstellungsweisen der verschiedenartigen Formen von Komplizenschaft und Verantwortung zu entwickeln. Ohne sie werden diese Lektionen aus der Vergangenheit in einem Meer der Trauer um die Opfer untergehen und nicht verstanden werden. Obwohl die Antworten verschieden sein mögen, das wichtigere Thema, relevant für alle Epochen der Geschichte, ist die andauernde kreative Erforschung neuer Wege, Geschichte zu schreiben, die Vergangenheit darzustellen, sodass sie lebendig und anschaulich bleibt, nachdem auch wir einmal nicht mehr da sind. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind aber sehr viele Fragen aufgeworfen. Ich gebe einmal gleich ans Publikum weiter mit der Frage oder Bitte, die Fragen zu stellen. Ja, mich hätte interessiert, weil das auch zentral im Ankündigungstext war, Ihre Abgrenzung, dass Sie nur kurz erklärt haben zum Begriff des kollektiven Gedächtnisses, warum Sie das nicht so gerne verwenden, gerne auch theoretischer. Also das wäre sozusagen meine Frage. Danke. Ja. Okay, ich verwende kollektives Gedächtnis im engeren Sinne, in dem Maurice Halbwachs das benutzt hat, in dem wir persönlich können nie unsere, das heißt Engrams, Engramme im Gehirn, wir können sie nicht weitervermitteln, ohne einen Diskurs zu benutzen, das unter einer Gemeinschaft gemeinsam ist. Also wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich heute gemacht habe, dann muss ich Konzepte benutzen, die Sie auch verstehen würden. Und im kollektiven Gedächtnis in diesem Sinne gibt es Redensarten, Konzepte, moralische, narrative Rahmen, nichts davon gewusst zu haben zum Beispiel. Das ist so ein Redensart und manche akzeptieren das, manche auch nicht. Und wenn man sich persönlich an irgendetwas erinnert, dann ist man Teil einer Erinnerungsgemeinschaft, wo es ein kollektives Gedächtnis gibt, wo man gemeinsame Redensarten, Diskursformel und so weiter benutzt. Aber was mich stört, ist jetzt, dass das so erweitert wird, dass ganze Gesellschaften ein kollektives Gedächtnis haben. Und das ist einfach, finde ich, faul.
Das ist einfach faul. Warum sagt man nicht, es gibt Museen und in den Museen gibt es Sammlungen und in diese Sammlungen wird so ein Geschichtsbild vermittelt und wir denken also, dass es so aussah. Das ist kein kollektives Gedächtnis. Oder wenn politische Reden gehalten werden oder wenn es rituale Zeremonien gibt, das ist kein kollektives Gedächtnis von einer ganzen Gesellschaft. Das ist irgendwie das... das verdinglicht die Gesellschaft, reifies, ich weiß nicht, ob verdinglichen reify ist auf Deutsch, aber das, das finde ich, und wenn man dann versucht, okay, dann ist es kein kollektives Gedächtnis von der ganzen Gesellschaft, dann ist es nur kollektives Gedächtnis von einer politischen Partei oder sowas, ist es auch faul. Das ist eine Ideologie oder die Vergangenheit wird instrumentalisiert. Man sollte spezifischer sprechen, finde ich. Und ich finde, dass überall Leute, die können ganz interessante Artikel sein. Sie schreiben Artikel, es ist ganz interessant, wie wird die Bombardierung von Dresden jetzt gesehen. Und dann benutzen sie plötzlich, ach, ich muss theoretisch sein. Ich nehme das Konzept kollektives Gedächtnis, ich tue das drauf und dann ist es theoretisch irgendwie. Warum sagt man nicht, ich will jetzt herausfinden, wie die Bombardierung von Dresden dargestellt wird und unter wem hat das Resonanz und unter wem hat es keine Resonanz? Ja, ich habe über den Gedanken nachgedacht, warum das für uns so schwierig ist oder so traurig, wenn die Zeitzeugen aussterben, während sie ihren Vortrag gehalten haben. Entschuldigen Sie, ich war zwischendurch also immer wieder auch bei anderen Gedanken und nicht direkt bei Ihnen. Und mir ist klar geworden, eigentlich, und das ist etwas, was ich selten gehört habe bis jetzt, dass die Zeitzeugen uns, und zwar jedem Einzelnen von uns, also gar nicht abstrakt, sondern sehr persönlich, auch den Verlust vor Augen führen, den wir alle erlitten haben. Ich möchte in dem Zusammenhang eben zum Beispiel von meinem Onkel Robert erzählen. Und ich komme nicht aus einer jüdischen Familie. Das ist vielleicht auch für Wien sehr typisch, dass man nicht entweder aus einer Opferfamilie kommt oder keine Opfer innerhalb der Familie hat. Also ich komme aus einer evangelischen Familie und ich habe trotzdem jüdische Verwandte, über die natürlich auch nicht gesprochen worden ist. Aber ich habe zum Beispiel einen Onkel Robert und der ist heuer 101 Jahre alt geworden, weil er 1941 zu Fuß in die Schweiz fliehen konnte als Jude. Und wie der Onkel Robert 98 geworden ist, also es ist 3 Jahre erst her, und da hatte ich mich schon mit meiner Familiengeschichte beschäftigt und ich hatte schon den Verein Immer gegründet und Malitrosnes Erinnern schon, also zu einem Thema hier gemacht. Also, aber erst vor 3 Jahren, wie er 98 geworden ist, habe ich zu ihm gesagt, bei seinem Geburtstag, weißt du was, Onkel Robert, deinen 100. feiern wir auch noch. Und wir haben ihn gefeiert. Aber da, während ich das gesagt habe, ist mir wirklich erst klar geworden, wenn ich jetzt mit dem Onkel Robert seinen 98. Geburtstag feiern kann, dann hätte ich nämlich auch mit seiner Schwester, hätte ich seine Schwester konkret kennenlernen können, die nach Auschwitz gekommen ist. Oder eben seine Verwandten, die nach Malitrosnitz gekommen sind, weil ich bin 1959 geboren. Ich hätte die alle noch wirklich kennengelernt. Und bis zu dem Zeitpunkt, also wirklich erst bis vor 3 Jahren, waren das einfach Tote. Das war kein persönlicher Verlust im Sinne von persönlich. Und ich denke, dass also die Zeitzeugen, wenn sie in die Schulen gehen oder wohin auch immer sie gehen, solange sie gehen, sie machen uns einfach klar, wenn diese Menschen heute noch leben, dann hätten alle anderen auch dieses Land bereichern können. Oder wir hätten sie, ich weiß nicht, sie hätten mir einen Kakao gekocht oder mit anderen Fußball gespielt. Das ist vielleicht der Punkt. Es geht darum, sie machen uns bewusst, das ist also es wird zu alles anderem als Geschichte. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Danke. Das stimmt, das ist völlig wahr und vielen Dank für die Bemerkungen. Und das ist, glaube ich, allen gleich, die jemanden persönlich kennen. Das, ja. Es ist die Frage, weshalb sind so wenig verurteilt worden, weshalb sind so wenig angeklagt worden? Die Täter. Ja, warum entschuldige, können Sie wiederholen? Das habe ich nicht mitgekriegt. Weshalb sind so wenig Täter überhaupt angeklagt worden? Sie sagen 1%.
Ich war in Nürnberg, ich habe da die Ausstellung gesehen. Es sind im Nürnberger Prozess eine ganze Menge auch zum Tode verurteilt worden, die aber nach 2 Jahren später sind wieder völlig frei waren. Wer hatte das Interesse, das zu verschleiern? Alle. Ja. Und wer sollte die Anklage machen? Die Juristen, die irgendwo da waren, waren ja, was hatten die vorher gemacht? Mhm, genau. Also ich klage mich selber gleichzeitig mit an, wenn ich den anderen anklage. Ja. Ich glaube, das ist das. Und das muss vielleicht auch mal mehr mit berücksichtigt werden oder in Fokus gerückt werden. Welche Interessen waren eigentlich da, Anklagen zu erheben? Konrad Adenauer kann so gesagt haben, ich kann nicht 50% in Knast stecken und die anderen als Wachpersonal davor. Weg damit, ganz kurz. Okay, es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Erstens, man hätte nie alle vor Gericht stellen können. Das war man war dessen auch sich bewusst bei Nürnberg, dass es nur eine kleine Minderheit einer Auswahl sein konnte. Es gab einfach zu viele Verbrecher. Das hätte man nie geschafft, nicht in 100 Jahren. Das wäre unmöglich gewesen. Das war der erste Grund. Zweiter Grund hängt ein bisschen damit zusammen, dass in den Nachkriegsgesellschaften man Interesse daran hat, was Neues aufzubauen. Und viele Leute, die ich finde völlig schuldig, waren zu nützlich, um vor Gericht gestellt zu werden. Drittens, die Juristen, wie Sie gesagt haben, die furchtbaren Juristen, wie es in einem Titel von einem schönen Buch steht, hatten keine große Interesse daran. Und ich, wenn ich jetzt wieder noch eine von meinen persönlichen Likes und Dislikes darstelle, ich finde es immer schlimm, wenn man über die Westdeutschen haben sich ihre Vergangenheit gestellt oder die Westdeutschen haben so wunderbar ihre Vergangenheit aufgearbeitet, sagt. Es waren nicht die Westdeutschen, es war zum Beispiel Fritz Bauer, der wirklich Auschwitz-Prozess machen wollte. Simon Wiesenthal, wir sind jetzt bei Simon Wiesenthal, der war auch so ein Störenfried, der wirklich seine Energie dafür benutzt hat, um Täter aufzusuchen und vor Gericht stellen zu lassen. Es waren nur einige Leute, die wirklich das vorhatten. In Ostdeutschland und Westdeutschland war es ganz verschieden. In Ostdeutschland hatte man 6 oder 7 Mal die Chancen, vor Gericht gestellt zu werden, als in Westdeutschland. Und die Definition von Mord war auch anders. So zum Beispiel Mielec, von dem ich kurz gesprochen habe, über die SS-Dembice-Übungslage. Ich habe kurz darüber gesprochen. In Mielec gab es einen jungen Volksdeutschen im Gestapo, der dolmetschen konnte, weil er sowohl Polnisch wie auch Deutsch sprach, als die Nazis kamen. Und seine Vorgestalten haben ihm gesagt, du sollst jetzt eine Uniform tragen, du musst jetzt bei Deportationen helfen, du musst auch bei Erschießungen helfen. Und er hat mitgeholfen. Er landete in der DDR nach dem Krieg, wurde zu guter DDR-Bürger, hatte 4 Kinder, viele Auszeichnungen, Held der Arbeit und so weiter. Und dann wurde gefunden, vor Gericht gestellt und zu lebenslänglichem Haft verurteilt. Das war in Ostdeutschland. Seine 2 Vorgestellten, die Chefs vom Gestapo-Büro, flohen nach Westdeutschland. Der eine ist nie vor Gericht gekommen, der andere wurde letztendlich zu 12 Jahren Zuchthaus gestraft. Und der Richter sagte in diesem Fall, und das finde ich so unwahrscheinlich, das war Ende der 60er Jahre, der Richter sagte, erstens, er hat einen gutbürgerlichen Lebensstil für sich aufgebaut, zu lange im Gefängnis würde das gefährden, sein gutbürgerliches Leben. Er war auch Jurist, war Richter in diesem selben Gericht. Zweitens, er wäre humanitär gewesen, indem er sein jüdisches Liebhaberin
von hinten erschossen hat. Das war Rassenschande, dass er Liebesbeziehungen zu einer Jüdin hatte. Und als das rausgefunden wurde, dachte er, muss sie schießen, ich muss sie töten. Sie sind zusammen im Wald spazieren gegangen und er hat sie dann von hinten erschossen. Sie wusste vorher nichts davon. Und der Richter hat explizit gesagt, das war humanitär, indem die Opfer nichts davor wusste von dem, was sie befallen würde. Also Mord war nicht Mord, manchmal in Westdeutschland. Also es gibt so, so viele verschiedene Gründe dafür, warum. Und hier in Österreich, Sie wissen ja alle besser als ich, unter Kreisky, das finde ich auch sehr interessant, unter Bruno Kreisky gab es fast keine Prozesse, wenn überhaupt, weil die in Österreich die Schöpfen, sagt man Schöpfen? Schoppen? Ja. Die haben Leute für unschuldig gefunden und das wurde manchmal ein bisschen peinlich, dass Leute, die mitgewirkt hatten, dann unschuldig wären. Es war besser, sie nie vor Gericht zu stellen. Ja, ich wollte mich bedanken für Ihren Vortrag. Ich fand sehr interessant, was Sie über die einzelnen Phasen gesagt haben und den Bedeutungswandel der Zeitzeugen. Und auch, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass es wichtig ist, die Täter in den Zeitzeugenbegriff zu integrieren. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist Ihr Plädoyer für mehr Täterforschung. Wir haben ja seit den 90er Jahren, seit den späten 90er Jahren einen richtigen Boom der Täterforschung. Wir wissen heute sehr viele weit über die Spitze des NS-Regimes hinaus tätige Funktionäre, die in Judenmord eine Rolle gespielt haben, wie eben Leute wie Landrat Udo Clauser und andere. Ich würde Sie bitten wollen, dazu noch ein bisschen mehr zu sagen, was Sie genau meinen mit einer verstärkten Täterforschung. Ja, ich glaube, vielleicht, wie Saul Friedlander gesagt hat, und das ist ein bisschen überspitzt, aber wie er gesagt hatte über Holocaust-Geschichtsschreiben, man braucht eine integrierte Geschichte. Und er hat damit gemeint, nicht nur the policies, die Politik der Täterseite, sondern auch die Opferstimmen mit reinbringen. Und ich glaube nicht, dass wir bis jetzt eine integrierte Geschichte haben, wo alle Täter zusammen dargestellt werden oder mit reingebracht werden und wie sie dann nach dem Krieg darüber nachgedacht haben und ihre eigenen Rollen dargestellt haben. Es gibt, wie Sie sehr gut wissen, sehr gute Einzelforschungen über bestimmte Gruppen, über bestimmte Individuellen, bestimmte Personen. Wir haben sehr spezielle Geschichtsschreiben über bestimmte Tätergruppen und Individuellen, aber wir haben das nicht irgendwie zusammengebracht und integriert und bei weitem nicht lange im weiteren Publikum, in Gedenkstätten und Pädagogik und so weiter integriert. Und das meine ich. Auch ein bisschen mehr über Komplizenschaft. Ich glaube nicht, dass wir das völlig zusammengebracht haben irgendwie. Und Mobilisierung statt individuelle Trieben antreiben. Also wenn das so ist, dass man immer nur über Deutschland spricht zum Beispiel, ja, oder vielleicht angrenzende Länder. Hier in Österreich, also es wird ja alles abgeschrieben. Meine Familie hat nur dadurch gelitten, mal die von der österreichischen Seite, dann die von Deutschland und die anderen von Prag. Ich durfte zum Beispiel genauso wie meine Mutter nicht die Kunstrichtung studieren, für die Begabung vorhanden war. Und zwar eine höhere Begabung, nicht wo jedes Kind mal ein bisschen Klavier spielen lernt oder ein bisschen singen lernt oder ein bisschen tanzen lernt, ja. Dann auch kein Gymnasium durfte man besuchen, geschweige denn eine Universität. Wenn ich heute zu Vorträgen gehe, die für die Allgemeinheit ist oder zumindest für Leute, die sehr viel verstehen davon, ja, und ich möchte was dazu sagen, dann heißt es immer, nein, Sie nehmen wir nicht, Sie brauchen nichts zu sagen. Wird abgewunken, ja, so wie alles andere, wie ich heute hergekommen bin, bevor ich hierher gekommen bin, nur ein bisschen später, bin ich von dort, wo ich zu Hause wohne, aufgehalten worden, ja. Ich wusste genau, ich kenne ja diesen Nachbar seit einem Jahr neben mir, ja, Eigentumswohnung, ja, und er macht es ständig. Das letzte Mal war ich dasselbe irgendwo auf
Er kennt es, er weiß, wie er das zu tun hat, ja, und es gibt noch ganz andere Sachen. Es ist hier ein Wahnsinn. Es schleicht nur so schön langsam. Früher hat man die Leute wie erschossen mit sonstigen Mitteln, ja. Oder wie in Theresienstadt, dort war ich mit meiner Mutter. Ich bin mit 4 Jahren mit meiner Mama hierher nach Österreich gekommen. Anfang Oktober 1945, ja. Meine Mutter hat sehr, sehr viel dort mitgemacht mit mir, ja. Kein Mensch hat sich gekümmert. Meine Großmutter hat jetzt nicht gewusst, wie sie es machen soll. Wir sind alle für dumm erklärt worden. Und heute noch. Heute werden solche Leute entmündigt, damit sie nicht einen Schadenersatz bekommen. Den Anwalt, den wir hier hatten in Wien, da wurde ermordet. Die Polizei musste das zugeben. Aber glauben Sie, dass die etwas machen? Die gesamte Anwaltschaft muss heute so machen, wie hier das Innenministerium es wünscht. Und wir haben sie hier um die Ecke und da wieder wie. So operieren die. Ich sage Ihnen, mir ist das ganz egal. Ich sage auch morgen bei einem anderen Vortrag, wo eine gewisse Frau Ruth Klüger dabei sein wird, wenn die das nicht vielleicht absagen, ja? Was sie gesagt hat. Und schreiben hat das im Kurier vor einem halben Jahr. Jeder Pflasterstein in Wien atmet Antisemitismus. Und das ist eine Tatsache. Die wollen hier nicht wirklich intelligente und sensible Leute haben. Wir zerstören das. Wir sind wir und wir machen, was wir wollen. So läuft es hier in diesem Land. Es ist eine Katastrophe. Ich kann morgen gehen nach ohne Reisepass. Wie viele Reisepässe mir schon gestohlen worden sind. Geld gestohlen oder was immer. Ist ein Wahnsinn aus einer verschlossenen Wohnung. Aber die ist ja erzepperte. So läuft es hier. Mit den Medizinern, mit allen. Wundern Sie sich nicht, wenn viele streiten. Sie streiten ja weiter. Die machen das hier jetzt in Wien. Jetzt sind da viele mit gewissen Sachen nicht einverstanden. Und was ich jetzt erst vor 2 Tagen mit einer Straßenbahn erlebt habe, wie ich ins Theater gefahren bin. Ein Skandal. Die Rettung. Die Leute von den Wiener Linien, die Polizei kommt dann irgendwann daher. Was ist eigentlich passiert? Ach so, dann schreiben wir das halt mal auf. Und die Damen bringen das doch. Mach das. Zeugen gibt es keine. Die sind alle weg. Wenn alle raus aus der Straßenbahn. So läuft es. Okay, danke schön. Ich hätte eine kurze Frage noch. Weil mir jetzt nicht ganz klar war, Sie haben begonnen mit einem für mich sehr verbannten Satz. Wir wollen nicht, dass es Geschichte wird. Und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich mich dieser Wir-Gruppe nicht ganz zugehörig fühle. Und ich auch fragen wollte, weil Sie ja am Ende, ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem, Sie haben recht, wir werden zeigen, diese Sache, dass wir wollen, es wird nicht zur Geschichte. Und ich würde sagen, dass Sie am Ende ja ein flammendes Plädoyer gehalten haben dafür, dass es eben zur Geschichte wird. Dass wir endlich damit umgehen können mit historiografischen Methoden, damit wir es aufarbeiten können. Also mir merkt jetzt nicht ganz klar in dieser Aussage, wer ist das, der das jetzt nicht will? Weil wir als Historiker wollen das ja, weil ich glaube, wie Sie auch richtig gesagt haben, dass dadurch, dass es nicht zur Geschichte wird, wird es eben nicht aufgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, was Sie gerade gesagt haben, aber ich meine, dass es uns herausfordert, neu darüber nachzudenken, was eigentlich geschichtswissenschaftlich ist. Denn ich glaube, dass Geschichtswissenschaft wissenschaftlich sein muss und objektiv sein muss, aber ich weiß auch, dass man kreativ schreiben muss. Es ist eine Art kreatives Schreiben. Und dass es nicht objektiv oder wertneutral ist, wenn Neutralität selber eine Position darstellt. Und dass es viele ethische Fragen gibt, Fragen des Stils, Fragen des Darstellens, Fragen der Objektivität, wie gesagt, worüber wir neu drüber nachdenken müssen. Also ich will nicht, dass diese Geschichte, die so bedeutend ist, in die ganz normale Geschichte, wie wir es früher verstanden haben, rübergeht.
in trockene Geschichte, wo wir meinen, das ist alles völlig objektiv und wir haben nichts damit zu tun. Wir sind wie Chemiker oder Physiker, wir können einfach die Flaschen aufstellen und so weiter. Es gibt Beziehungen zwischen uns und der Vergangenheit und wir müssen darüber nachdenken, was heißt das, dass wir solche Beziehungen haben, dass die Vergangenheit so bedeutungsvoll ist. Und das meine ich. Ich hätte eine Frage. Wir haben in Ungarn zum Beispiel ein Riesenproblem mit dem Antisemitismus. Jeder dritte Ungar eigentlich möchte keinen Juden als Nachbar haben. Das ist scheinbar Jahr 2015. Und das können Sie ein bisschen, entweder ein bisschen lauter oder ein bisschen klarer sprechen? Ich habe das nicht. Zum Antisemitismus vielleicht ganz kurz in Ungarn. In der Tageszeitung vor 14 Tagen in Ungarn stand dringend, dass jeder dritte Ungar möchte mit einem Juden nicht in demselben Haus wohnen. Das ist im jetzigen Jahr 2015. Das vielleicht einmal zu der Wiederholung vielleicht von diesen Möglichkeiten, was es schon gegeben hat 1937, 1938. Das ist das eine. Die zweite, ich bin ein Überlebender, aber nicht als Jude, sondern als meine Eltern waren im Krieg und wir haben sehr viel erlebt, wie das war. Der Lehrer, der sich geschlagen hat während der Nazizeit mit dem Rohrstapel, derselbe Lehrer praktisch haben sie dann später weitergehabt. Der Polizist, der sie um 4 Uhr früh aufgeweckt hat und sie geholt hat zum Verhör, der war dann dasselbe, was die Kreuzung geregelt hat auf der Marienhilferstraße. Der Herr Skorzeny zum Beispiel, auch bekannt, aus der Befreiung von Dutsche, der war auf der Marienhilferkreuzung und hat die Kreuzung noch geregelt. Also die österreichische Regierung hat noch eins gemacht. Die SPÖ und die ÖVP haben gebraucht, die 650.000 Nazis, die sie 1946 gesagt haben, na, die sind ja gar nicht so schlecht, die können wir eigentlich bei uns brauchen. Also man hat das sehr viel verharmlost. Und jetzt frage ich mich, hat sich Verbrechen, bezahlt sich Verbrechen, weil wenn nur 99% davon kommen und nur 1% verurteilt ist, naja, dann finde ich das schon sehr negativ. Ne? Und mir wundert es nicht, sagen wir, dass die Überlebende, jüdische oder ganz gleich Überlebende, eigentlich gefürchtet haben, etwas zu sagen, weil im Grunde genommen, wenn derselbe Richter noch tätig ist, und derselbe Polizist tätig ist, wo soll ich mich beschweren? Wo soll ich eine Beschwerde bringen? Das hat ja keinen Sinn. Und manche Leute haben jahrzehntelang gekämpft um ihre Besitztümer. Und das war nicht immer die goldene Hotel, es war vielleicht nur eine ganz simple Wohnung im dritten Bezirk. Ich glaube nicht, dass ich alles verstanden habe, was Sie da gesagt haben. Ich muss Ihnen einfach dafür bedanken, dass Sie was gesagt haben, aber ich habe das nicht richtig mitgekriegt. Ich bedauere das. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank auch für den Vortrag, vielen Dank für die Diskussion. Ich möchte noch erinnern, dass wir noch eine Veranstaltung in diesem Jahr haben, am 25. und 26. Juni im Kreisky-Forum. Es geht dort um forensische Archäologie, es ist ein kleiner Workshop. Es wird noch über unsere Homepage das genaue Programm bekannt gegeben. Es steht schon, es ist aber erst heute auf die Homepage gekommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort auch teilnehmen. Es ist ein ganz neues Thema in der Holocaust-Forschung, eben diese Aufentdeckung der Massen. Der Umgang damit, wie man eben auch mit Erinnerung an diese Killing Sites umgeht. Nochmal vielen Dank fürs Kommen und ja, vielleicht sehen wir uns bei diesem Workshop. Dankeschön.